Ja, ihr lieben Geschwister im Herrn, für mich ist es auch immer wieder eine Freude, dass ich hier sein darf, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören dürfen. Es ist ein Vorrecht, diese Gemeinde, diese Brüder kennengelernt zu haben. Und sie haben mich oftmals ermuntert und auch herausgefordert mit ihrem Eifer fürs Evangelium. Und es ist sehr schön, dass wir mit unterschiedlichen Gaben und Schwerpunkten einander ergänzen und einander dienen können. Ja. Wunderbar. Und meine Brüder haben mir ein Predigtthema gegeben für heute. Ich sage denen immer, Brüder, ihr dürft selber beten und raussuchen, was wollt ihr, was denkt ihr, was für die Gemeinde wichtig ist. Und sie haben gewählt das Thema geistliche und fleischliche Gesinnung. Und ich glaube, das ist ein Thema, das geht uns alle ganz elementar an. Was heißt fleischliche Gesinnung und was heißt geistliche Gesinnung? Da wollen wir am Anfang mal einfach ein paar Bibelverse lesen. Zunächst einmal zur fleischlichen Gesinnung. Die Kenner der Bibel wissen schon, in welchen Brief wir da vorrangig gehen dürfen, wenn wir was über fleischliche Gesinnung hören wollen. Das ist der erste Korintherbrief. Die Korinther waren ja echte Gläubige. Gleich am Anfang spricht der Apostel Paulus sie an als Heilige und Geliebte. Und trotzdem waren die Korinther Gläubige, die noch sehr, sehr viel von ihrem alten Leben und auch von ihrem alten Denken in ihr neues Leben mitgeschleppt hatten. Und der Apostel Paulus versucht, sie zu ermahnen und zurechtzubringen und ihnen eine geistliche Gesinnung näher zu bringen. Und im ersten Korintherbrief kommt er dabei nicht so weit. Wir sehen dann nachher ein paar Auszüge aus dem Philipperbrief und dann merken wir, die Philipper, die waren weiter. Bei den Korinthern war so viel Stein im Saatboden, dass erstmal ganz viele Steine rausgeräumt werden mussten, bevor man überhaupt den guten Samen säen konnte. Bei den Philippern waren schon viel mehr Steine draußen und der Apostel Paulus konnte viel mehr über geistliche Gesinnung sagen. Aber lasst uns mal 1. Korinther 3 aufschlagen, und da geht es um das Herz der Korinther, und der Apostel Paulus hat sie ja geliebt. Er wollte, dass sie wachsen in Christus, und doch muss er ihnen sagen, ab Vers 1, 1. Korinther 3, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ja, sie waren Kinder Gottes. Sie hatten den Geist Gottes. Sie hatten eine neue Natur. Sie waren eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5 sagt es ihnen zu, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber sie lebten und dachten und redeten noch nach Menschenweise, nicht wie es sich für ein Kind Gottes gehört, nicht wie es sich für einen Nachfolger des Herrn Jesus gehört. Das war ihr Problem. Sie waren eigentlich schon innerlich neu geworden, aber sie hatten sich noch nicht umgestellt in ihrem Leben und ihrer Denkweise und sie handelten und redeten und dachten noch so, wie sie als unbekehrte Heiden früher auch gedacht hatten. Und ich denke, das ist ein Problem von jedem von uns auch. Ich glaube, dass wir immer wieder Zeiten, Situationen haben, wo wir sagen müssen, da habe ich jetzt reagiert, wie ich vor meiner Bekehrung vielleicht auch reagiert hätte. Mit Ärger, mit Ungeduld, mit Schimpfen, mit bösen Worten. Solche Dinge. Und der Apostel Paulus muss noch mehr sagen. Im 2. Korintherbrief lesen wir noch eine weitere Passage, die uns zeigt, was fleischliche Gesinnung, fleischliches Denken alles auch mit sich bringt. Und das finden wir in 2. Korinther 12 am Ende. Und da sehen wir auch die väterliche Liebe und Fürsorge des Apostels
für seine Korinther. Er hat sie nicht beschimpft, er hat sie nicht angegangen, sondern er hat gerungen um ihre Gesinnung, um ihr Herz und wollte sie für den Herrn Jesus gewinnen. Ja, da lesen wir, denn ich fürchte, Vers 20, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Also das beugt den Apostel Paulus. Es bedrückt ihn, dass da eine solche Gesinnung bei den Korinthern zu finden ist, die überhaupt nicht passt zu dem, was sie eigentlich jetzt sind, nämlich Kinder Gottes und Nachfolger des Herrn Jesus. Und das ist also eine fleischliche Gesinnung. Es ist die Gesinnung eines wiedergeborenen Christen, der weitgehend noch denkt und lebt wie ein Nicht-Wiedergeborener, wie ein Weltmensch. Und was ist eine geistliche Gesinnung? Nun, wenn wir uns bekehrt haben, dann wohnt der Geist Gottes in jedem wahren Gläubigen. Aber der Geist Gottes hat einen ganz unterschiedlichen Raum, uns zu prägen und uns zu verändern. Bei manchen Gläubigen, die sich ganz dem Herrn hingeben, die ernst machen mit ihrem Glauben, kann der Geist Gottes in erstaunlich rascher Zeit erstaunlich vieles in ihrem Leben und Denken verändern, sodass sie brennende Nachfolger des Herrn Jesus werden und dass man Christus an ihnen und ihrem Leben schon sehen kann, ja nach wenigen Monaten vielleicht und nach wenigen Jahren. Und bei anderen, ja andere, bleiben in ihrem alten Wesen ein Stück wie stecken und gefangen. Ihre Denkweise ändert sich auch über Jahre nicht. Sie bleiben ganz ähnlich, wie sie vielleicht am Anfang ihrer Bekehrung waren und man sieht so wenig Frucht des Geistes. Ja? Und das ist eben dieser Unterschied. Beides sind wiedergeborene Gläubige, aber in dem einen kann die Gesinnung des Herrn Jesus sich rasch und umfassend widerspiegeln und beim anderen sieht man noch ganz viel alten Menschen und wenig von Jesus Christus. Und das soll anders werden. Deswegen haben wir das Thema heute, weil wir alle lernen dürfen, von einer fleischlichen Gesinnung zu einer geistlichen zu kommen. Ich möchte das Vorbild der geistlichen Gesinnung lesen und wie ich schon gesagt habe, das finden wir im Philipperbrief, ein Brief, der eine ganz andere Tonart hat, eine ganz andere geistliche Botschaft als der erste Korintherbrief. Und wir kennen alle dieses zweite Kapitel, das uns, denke ich, immer wieder auch herausfordert und beschämt, wo wir am Anfang von Philipper 2 lesen, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, das ist die geistliche Gesinnung, die uns da vorgestellt wird. Und da wird uns auch das vollkommene Vorbild vorgestellt und das ist der Herr Jesus selber. Als wahrer Mensch hat er nicht nach seinen Interessen, nach seinen Wünschen, nach dem geschaut, was ihn verlangt hat. Sonst hätte er ganz sicher das Kreuz nicht auf sich genommen und hätte
eben diese Bitte weiterhin gebeten, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat etwas ganz Entscheidendes gesagt. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Es war für den Herrn Jesus als vollkommenen heiligen Menschen unerträglich, mit Sünde in Verbindung gebracht zu werden. So können wir das vermuten und schließen. Es war für ihn furchtbar zu sehen, wie der Zorn eines heiligen Gottes über ihm emporkam und sich zusammenballte wie ein Gewitter. Er konnte das von seinem Wesen her nicht vereinbaren. Und doch war er bereit, Gott zu gehorchen, weil er auch wusste, es gab keinen anderen Weg, wie sündige Menschen erlöst werden könnten, als dass er gehorsam war bis zum Tod, als dass er dieses äußerste Leiden auf sich nahm. Er hat nicht nach dem Seinen getrachtet, sondern nach unserem Wohl und unserem Heil. Deswegen sind wir alle jetzt hier. Er hat sich selbst entäußert, er hat sich zunichte gemacht, er hat sich nicht entfaltet, verwirklicht, so wie wir das von Natur aus gerne tun. Wisst ihr, im Grunde sind diese beiden Eigenschaften, die da genannt werden im Philipperbrief, genau unser Problem. Selbstsucht, Egoismus, sagt man auf Neudeutsch, ja, und nichtiger Ehrgeiz oder Hochmut und Stolz. Das ist unser Herz von Natur aus. Das steckt in uns allen drin. Ja, auch wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir diese Fleischesnatur, diese Adamsnatur noch ein Stück weit in uns und sie macht uns immer wieder Probleme. Und sie ist es auch, die das Ebenbild des Christus in unserem Leben und Zeugnis verdunkelt. Ja? Also entweder sieht man etwas von Jesus Christus in deinem Leben oder etwas von deinem alten Menschen. Ja? Meistens ist es eine Mischung. Und das weiß der Herr auch, das ist klar, aber es soll immer weniger von uns gesehen werden und immer mehr von Jesus Christus. Ja? Das ist das, was der Johannes der Täufer gesagt hat. Er aber muss zunehmen, er muss immer größer werden in meinem Leben. Ich aber muss immer geringer werden, immer weniger werden. Ja? Und das ist das Ziel, das Verlangen jedes echten Gläubigen, jedes Jüngers, dass der Herr Jesus mit meinem Leben zum Ziel kommt. Und dass mein elendes Ego, mein Selbstleben immer mehr in den Tod Christi kommt. Das ist geistliche Gesinnung, wenn wir diesen Wunsch haben. Das kann nur der Herr, aber wir müssen mitmachen. Und deswegen, da wollen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Wie kommen wir von einer fleischlichen Gesinnung, von einer eigensüchtigen Gesinnung, von einem Drehen um uns selber, wie kommen wir dahin, dass sich unser Leben immer mehr nur noch um den Herrn Jesus dreht, dass unser Verlangen ist, dass er verherrlicht wird und zum Ziel kommt. Das kann man leicht sagen. Ja? Ich glaube, wir meinen das auch so, wenn wir das Bekenntnis haben. Wir wollen, dass Jesus Christus verherrlicht wird durch mein Leben. Aber die Umsetzung ist hart. Die Umsetzung fordert Gehorsamsschritte und Sterbensschritte. Ja? Da muss etwas in uns sterben, nämlich unser alter Mensch, unser altes Wesen. Und das sind diese Dinge. Ich möchte einfach mal damit anfangen, dass ich etwas über das Fleisch und über den Geist sage, was im Römerbrief so ganz fundamental gelehrt wird, und zwar eben im 8. Kapitel, ab Vers 5. Dieser Begriff Fleisch ist ja ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Und die Gelehrten und die Bibelausleger deuten das etwas unterschiedlich, wie man das verstehen soll. Ich denke, am einfachsten ist, wenn wir das so verstehen, dass im Fleisch gemeint ist unsere sündige Adamsnatur, die ein Stück weit in unseren Genen und damit in unserem Leib verankert ist, die aber eben auch Auswirkungen hat auf unsere Seele und auf unser geistliches Leben. Ja? Also das Fleisch, das ist die Adamsnatur, die sündige Natur im Menschen, die ist ein Stück in der Herrschaft in einem normalen, unbekehrten Menschen da herrscht. Dieses Fleisch, er ist im Fleisch, wie Römer 8 sagt. Bei einem Gläubigen ist diese Herrschaft des Fleisches im Prinzip gebrochen. Der Geist Gottes herrscht und regiert, er ist ja ein neuer Mensch geworden. Aber das Fleisch wirkt trotzdem noch und funkt hinein in unser geistliches Leben. Und das ist unser Problem. Ja, ich lese mal Römer 8 und zwar ab Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht.
Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So, da gibt es also zwei grundsätzliche Zustände. Die einen sind im Fleisch und sie trachten nach dem, was gemäß des Fleisches ist. Und das ist ein Todeszustand. Das bringt das Gericht Gottes über einen Menschen. Und das gilt auch für fromme Menschen. Wer nicht wiedergeboren ist, aber christlich oder fromm, das gibt ja viele Menschen, die so ein Stück einen Blick haben dafür, dass Gott tatsächlich existiert und dass er gewisse Ansprüche an ihr Leben hat. Und dann versuchen sie diese göttlichen Ansprüche durch ein paar gute Werke, durch ein paar Spenden, durch ein paar religiöse Übungen, ein paar Vaterunser oder Ave Maria oder eine Wallfahrt, durch irgendwelche Dinge versuchen sie Gott zufriedenzustellen, damit er sie möglichst segnet und ansonsten in Ruhe lässt, damit sie ihr eigenes Leben weiterleben können. Ja? Und das ist im Grund der religiöse Mensch, der sagt, Gott, ich gebe dir ein bisschen was, dafür gibst du mir, was ich gerne hätte in meinem Leben, Gesundheit, Erfolg, Geld und dann sind wir gute Freunde miteinander. Aber bleib mir fern und fordere nicht, dass ich mein Leben aufgebe für dich. Ja? Ich sage es mal so, das ist das Fleisch. Der religiöse Mensch ist immer noch im Fleisch. Und das hat der Apostel Paulus ja auch zu Juden gesagt. Und es waren besonders religiöse Menschen, die haben den echten Gott der Bibel gekannt und versucht, ihm zu dienen. Der Apostel Paulus war ja einer der eifrigsten, ja? Aber im Fleisch, mit der eigenen Kraft, nicht im Geist. Und das Ergebnis war, dass er nachher sagen musste, ich bin der Größte der Sünder. Ich habe die Gemeinde verfolgt in meinem Eifer, in meinem religiösen Eifer. Ja? Also das religiöse Fleisch bringt uns weiter weg von Gott, das bringt uns nicht zu Gott. Gott muss etwas ganz anderes machen. Er muss dieses Fleisch beiseite setzen, in den Tod bringen und er muss ein ganz neues Leben in uns erwecken und das geschieht in der Wiedergeburt. Das geschieht, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt und vorher sind wir keine echten Christen. Und wenn wir selbst vielleicht 10 Jahre lang in irgendeiner christlichen Gemeinde hinten drin gesessen sind und mitgesungen haben oder vielleicht sogar Harmonium oder die Orgel gespielt haben, das bringt alles nichts. Ja? Du musst von Neuem geboren sein. Der Geist Gottes muss dich neu gemacht haben, damit du überhaupt vor Gott akzeptabel bist. Das Fleisch, die Adamsnatur, der natürliche Mensch, bringt nichts anderes hervor als letztlich Rebellion und Feindschaft gegen Gott. Aber manchmal religiös getarnt. Ja? Aber das ist genauso Feindschaft gegen Gott wie die offene Rebellion eines Atheisten. Ja? Und das müssen wir merken in einer christlichen Kultur, wo fast jeder der Einheimischen und viele andere noch ein Stück christlich sind oder gerne wären. Das ist nicht wahres Christentum. Das ist nicht der Glaube, der rettet. Und das ist letztlich immer noch etwas, was im Fleisch geschieht, mit den natürlichen Kräften, in einem Zustand, der vor Gott überhaupt nicht wohlgefällig sein kann. Der Mensch muss erst einmal erkennen, dass alles, was er in seinem Herzen hat, letztlich verdorben ist durch die Sünde. Ja? Das heißt nicht, dass er nicht ein paar relativ gute Werke tun könnte, hilfsbereit sein, freundlich sein, anderen Menschen etwas Gutes tun. Das kann der Mensch, aber wenn du das mit den Röntgenaugen Gottes ansiehst, ist immer noch Egoismus, Eigensucht, Eigenwille mit drin gemischt, selbst in unseren besten Werken. Und das sieht Gott, das sehen die Menschen gar nicht. Und wir selber sehen es oft auch nicht, aber es ist da. Und es verdirbt alles, ja. Eine tote Fliege verdirbt das Öl des Salbenmischers. Ja? Also das heißt, der Mensch muss erst mal merken, selbst mit meinen besten Bestrebungen, mit meinen frömmsten Übungen kann ich Gott nicht gefallen. Ich bleibe ein Feind Gottes, bis ich kapituliere und nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit erstrebe, sondern Jesus Christus als meinen
Herrn und Erlöser annehme, der für mich das Gericht getragen hat, wenn ich bekenne, ich bin ein verdorbener Sünder durch und durch, ich brauche eine umfassende Erlösung, dann bin ich an dem Schritt, der letztlich dieses neue Leben herbeibringt, wo der Geist Gottes in unser Leben kommen kann, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Und dann beginnt ein neues Leben. Ja? Dann hört die Feindschaft mit Gott auf und ich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Ich darf zu meinem, diesem heiligen Gott Vater sagen und darf ihm nahen und darf wissen, er ist jetzt für mich. Und dieser Wendepunkt, der muss erreicht sein. Der kann durch keine frommen Übungen, durch keine frommen Bemühungen ersetzt werden. Und dann beginnt dieses neue Leben in Christus. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. In unserem geistlichen Leben ist alles neu geworden. Nicht in unserem Leib. Der ist immer noch der gleiche. Deswegen haben wir auch das Fleisch noch an uns. Ja? Nicht in unserer Seele. Die muss geheiligt werden, die muss verändert werden, unser Denken, unsere Gefühle. Ja? Aber der Geist ist neu geworden und wir haben den Geist Gottes in uns wohnen und Gott sieht uns in Christus und im Geist. Und das gilt auch für einen fleischlichen Christen, das ist das Schöne. Ja? Ein fleischlicher Christ ist im Geist, aber er folgt dem Geist nicht so, wie er sollte. Ein fleischlicher Christ ist in Christus und Christus ist in ihm. Aber Christus ist in seiner Wirkungskraft sehr beschränkt durch unsere eigene Ungehorsam, Fleischlichkeit, Egoismus, falsche Denkweisen. Ja? Das ist so ein bisschen die Situation eines fleischlichen Christen, die wir heute auch etwas genauer eben unter die Lupe nehmen wollen. Ja? Das Selbstleben, das Eigenleben muss immer tiefer in den Tod Christi kommen. Dann kommen wir zu einer geistlichen Gesinnung, zu einem geistlichen, geisterfüllten Leben. Und das ist Gottes Ziel. Also der Punkt ist, dass wir erst einmal anfangen müssen, indem wir den Herrn Jesus aufnehmen, indem wir uns als verlorene Sünder bekennen, die Rettung brauchen durch einen anderen, durch den Sohn Gottes. Und dann gilt, was Johannes 1, Vers 12 und 13 sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt oder geboren sind. Und dann sind wir neugeboren. Johannes 3, das kennen wir alle, denke ich, oder die meisten, Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes nicht sehen. Das sind also diese Dinge, die Neugeburt aus dem Geist, die verändert eigentlich erstmal schon alles. Aber die Veränderung in unserem Wandel und in unserem Denken ist trotzdem nicht automatisch sofort mit der Wiedergeburt gegeben. Wir lesen nochmal diese Veränderung, wie sie in Epheser 4 beschrieben wird. Epheser 4 ab Vers 22. Da wird etwas gesagt von den neugeborenen Christen, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir gläubig geworden sind, dann ist unser innerer Mensch neu geworden. Der neue Mensch ist da und der ist perfekt. Der ist nach Gott geschaffen, in vollkommener Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ja? Aber unser alter Mensch ist noch nicht völlig verschwunden. Das geschieht erst, wenn unser Leib verwandelt wird in der Entrückung und Auferstehung. Und deswegen, wir haben den alten Menschen abgelegt bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Der ist im Tod Christi mitgekreuzigt, aber wir müssen die Einflüsse des Fleisches trotzdem beständig abwehren in unserem geistlichen Leben. Und was ist mit unserem Denken? Gesinnung oder Denken, das ist ja gerade das Thema, was uns besonders interessiert. Dieses Denken
muss beständig erneuert werden. Das ist noch nicht komplett neu. Das wäre schön, wenn unser Denken in einem Moment nur noch nach der Bibel ginge und nur noch geistlich wäre, dann wäre das Leben viel, viel leichter für uns. Ja? Aber das ist nicht so. Ja? Unser Denken und auch unser Fühlen wird von verschiedenen Einflüssen gesteuert. Da ist das Fleisch auf der einen Seite, der Geist Gottes durch unseren Geist auf der anderen Seite. Ja? Und im praktischen Leben ist es so, in bestimmten Situationen, da ist der Geist dominierend. Meistens ist es auch sonntags, wenn wir in der Versammlung sind. Ja? Und dann gibt es andere Situationen, zum Beispiel montags, wenn der Chef dich gerade in den Senkel gestellt hat, da ist plötzlich das Fleisch dominierend und du reagierst plötzlich, dass du denkst, oh weia, jetzt muss ich mich schämen, ja? Jetzt bin ich wieder reingefallen, jetzt habe ich wieder diesen Dingen Raum gegeben, Rebellion, Ärger, Ungeduld, ja? Den ich gar nicht Raum geben wollte. Ne? Das ist die Praxis und genau das ist unsere Schule, wie wir immer mehr lernen, geistlich zu denken und zu handeln in unserem Leben, ja? Aber wir müssen verstehen, also der innere Mensch ist schon uns neu gemacht worden und unser Geist ist heilig und gerecht und der will das, was Gott will. Und das ist das Entscheidende. Ja? Wir können unser Denken nicht selber umformen, sondern der Geist Gottes in uns wirkt und er formt es um, wenn wir es zulassen. Aber wir haben immer noch den Einfluss des Fleisches. Und deswegen ist auch so wichtig, was wir in Römer 12 Vers 1 und 2 lesen, das ist im Grunde der Schlüssel, wie kommen wir eigentlich von A nach B, wie kommen wir von einer weitgehend fleischlichen Gesinnung zu einer weitgehend geistlichen Gesinnung, einer immer mehr geistlichen Gesinnung. Römer 12, Vers 1 und 2 haben wir ja zwei Dinge, die uns da gesagt werden. Das eine, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also der erste Schritt ist ganz Hingabe. Ja. Stell dich dem Herrn bewusst zur Verfügung, dass er mit dir macht, was er möchte. Dass er zum Ziel kommt. Dass er regiert in deinem Leben. Ja. Ohne eine klare Lebensübergabe. Dass Jesus Christus nicht nur unser Erlöser ist, sondern auch unser Herr, der zu sagen hat, was wir tun. Da kommen wir geistlich nicht weiter. Ja, das ist ein Anfangspunkt und der muss immer wieder bekräftigt werden. Herr, ich gebe mich dir ganz bewusst hin, ich stelle mich dir zur Verfügung. Regiere du mein Denken, meine Gefühle, mein Handeln, mein Geld, mein Beruf, alles. Ja? Und das schafft Raum, dass der Geist Gottes uns verändern kann. Und dann kommt das Zweite, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist also wieder dieses Denken, Bewusstsein, Gesinnung, ja, das ist so die Bedeutung von diesem Wort. Und das muss prozesshaft neu gemacht werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Damit hängt zusammen, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen und beten. Damit hängt zusammen, wie gehorsam wir sind gegenüber dem Wort. Ja, der gehorsame Christ, der verändert sich schneller in seiner Gesinnung. Der ungehorsame Christ, der wird vielleicht jahrelang bestimmte Probleme behalten und falsches Denken, weil er gar nicht zulässt, dass Gott ihn erneuert und verändert. Ja. Das ist oft unser Problem, dass wir Widerstände haben gegen Gottes Wirken und gegen Gottes Wort, dass wir sagen, das ist mir jetzt zu viel. Ja, also da bin ich noch nicht so weit, das will ich jetzt nicht befolgen. Ja, dann gibt es eine Blockade in unserem geistlichen Wachstum. Ja? Also Römer 12, Vers 1 und 2 ist ganz, ganz wichtig. Und das geschieht eben dadurch, dass ich das Wort Gottes erforsche und tue und weiter erforsche und wieder tue. Und in diesem Prozess von Gehorsam und Hören auf Gottes Wort verändert sich unser Denken, sodass wir immer mehr denken, wie Christus denkt. Und das bedeutet, dass wir bereit sind, in Hingabe und Selbstverleugnung anderen zu dienen, anstatt zu verlangen, dass uns selber gedient wird. Ja? Das möchte ich einfach nochmal versuchen, ein bisschen zueinander zu stellen. Das fleischliche Denken, die fleischliche Gesinnung, das ist vor allen Dingen auch Egoismus. Ja?
Also auch in der Gemeinde, was bringt die Gemeinde mir? Wer kümmert sich um mich? Werde ich genügend beachtet? Kriege ich genügend Streicheleinheiten und Lob? Oder werde ich womöglich ermahnt und korrigiert, was ja ganz übel ist für mein Selbstbewusstsein? Ja? Stolz, Rivalität. Ja, der hat so einen interessanten Dienst und den hätte ich auch gerne. Wieso wird der bevorzugt und ich werde immer hinten angestellt? Ja? Das sind so komplett egoistische, fleischliche Gedanken. Dann, man nimmt Anstoß an dem Verhalten von anderen. Wir alle haben so unsere ungehobelten Seiten, die auch verletzen können, die schwierig sind. Aber es gibt manche Christen, die sind sehr leicht verletzlich und dafür dauert es ganz lang, wenn überhaupt, dass sie etwas vergessen und vergeben. Ja? Der hat mich vor 20 Jahren schief angeschaut und seitdem ist Schluss. Ja? Wisst ihr, es wäre schön, wenn das nur ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel wäre. Ja? Aber es gibt Gemeinden, da sind ganze Familien 25 Jahre verstritten, weil es mal einen Streit um einen Grenzzaun und ein Grundstück gab. Ja? Katastrophe. Ichhaftigkeit hoch 5. Ja? Der Satan triumphiert und Christus muss zuschauen, wie sein Name entehrt wird von denen, die seinen Namen tragen. Ja? Wisst ihr, das sind die Dinge, auch Streit unter den Gläubigen über Erkenntnisfragen, über zweitrangige Fragen, wenn da Gemeinden gespalten werden, sich zerstreiten über Nebensächlichkeiten, das ist beschämend. Das war ja das Problem auch bei den Korinthern. Ja? Und der Apostel Paulus sagt, ihr wisst überhaupt nicht, wer ihr in Christus seid. Wenn ihr die Gesinnung des Christus hättet, dann gäbe es nicht diese Streitigkeit. Ja? Beleidigt sein. Dass man einfach auch, wenn die Ältesten oder Autoritäten, die eigenen Eltern etwas sagen, was einem nicht passt, dann schaltet man in den Rebellionsmodus. Ja? Es ist immer gut, solange die Eltern oder die Ältesten immer das sagen, was man selber auch gerne möchte. Dann kann man sagen, jawohl, das war gut, bin voll einverstanden. Aber kratz mal an dem Ego eines fleischlichen Christen, ja, dass du etwas von ihm verlangst, was ihm überhaupt nicht gefällt. Dann geht es plötzlich los, ja? Dann fängt es an zu kochen, dann baut sich der Widerstand auf und dann gibt es unschöne Szenen. Ja? Und das ist so ein Zeichen, wenn ich das bei mir bemerke, dann muss ich sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich will das in den Tod geben, ich will das ablegen. Das sind Dinge, die passen nicht zu meinem neuen Leben. Ja? Und deswegen lesen wir auch die Bibel, sollten wir ja so lesen, dass sie sich auf uns anwendet, dass sie als zweischneidiges Schwert nicht benutzt wird, um irgendwelche anderen Leute zu kritisieren, sondern sie muss erstmal unser Herz treffen und reinigen. Ja? Und dann können wir plötzlich merken, was ist da alles, auch an Heuchelei oder Hintergedanken, Unaufrichtigkeit. Wie viele Konflikte gibt es? Da hat vielleicht jemand mal einen wunden Punkt von jemandem getroffen mit einer Bemerkung und der sagt das nie. Der ist bloß einfach sauer und beleidigt und es kommt nie zu einer Aussprache, weil der gar nie was sagt. Ja? Aber im Herzen gärt's und brodelt's. Das ist böse. Das ist Sünde gegen Christus. Ja? Wenn dein Mitbruder dir wirklich dich verletzt hat, dann musst du zu ihm hingehen und sagen, du hör mal her, ich will dir mal sagen, das hat mich verletzt, das wollen wir doch miteinander bereinigen. Ja? Das ist geistliche Gesinnung. Und fleischliche Gesinnung ist, naja, bei der nächsten Gelegenheit werde ich es dem auch mal heimzahlen. Ja? Da kommt schon irgendeine Möglichkeit. Ja? Wisst ihr? Das ist, unser Fleisch ist auch sehr raffiniert manchmal. Das tarnt sich manchmal sogar ganz religiös und fromm. Ja? Ja, aus grundsätzlichen Gründen kann ich mit diesem Bruder leider keine Gemeinschaft mehr haben. Ja? Und in Wirklichkeit hat er mich irgendwo beleidigt oder verletzt. Und ganz normaler Egoismus steckt da als Bodensatz dahinter. Wisst ihr? Und das sind die Dinge, die zum Beispiel auch in biblischen Gemeinden, in christlichen Gemeinden den Geschwistern Mühe machen, aber vielmehr noch dem Herrn, der alles sieht, der die Herzen sieht, der den Bodensatz in unseren Herzen sieht. Wisst ihr, das ist ja schön, wenn das Wasser so im Großen und Ganzen klar ist, aber da gibt es dann am Boden von dem Wassertank so einen Bereich, da setzt sich der Schlamm ab und Trübungen und Abwasser und Kläranlagen, Schlamm. Und das ist genau der, das muss weg, das muss bereinigt werden, ja. Dann können wir geistlich miteinander umgehen und in Liebe gemeinsam dem Herrn nachfolgen.
Ja, so eine geistliche Gesinnung, wie wird denn die eigentlich gekennzeichnet? Die fleischliche Gesinnung ist egozentriert, das können wir mal so ganz einfach zusammenfassen. Aber die geistliche Gesinnung ist Christuszentriert, auf Gott ausgerichtet. Der Herr Jesus hat es vorgelebt. Er hat nicht nach seinem Interessen gestrebt, sondern es war sein Verlangen, dass Gott verherrlicht wird, um jeden Preis. Und er hat den höchsten Preis bezahlt, indem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, indem er den Berg von Sündenschuld auf sich genommen hat, den wir verursacht hatten. Ja, das war das Opfer des Herrn. Er hat nicht an sich selbst gedacht, sondern er war bereit, Gott über alles zu stellen und alles dafür zu tun, dass Gott zu seinem Ziel kommt und verherrlicht wird. Und auch uns wird gesagt, 1. Korinther 10, Vers 31, tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist im Grunde die geistliche Gesinnung, dass uns Gott, unser Gott und Vater, ganz groß wird, dass uns seine Anliegen groß werden. Dass zum Beispiel das Evangelium ausgebreitet wird, auch wenn wir dafür Opfer bringen müssen an Zeit und Kraft. Dass die Gemeinde gebaut wird, aufgebaut wird und nicht zerstört wird. Das ist das Anliegen Gottes. Dafür muss ich meine eigenen Interessen zurückstellen. Dafür muss ich bereit sein, zum Beispiel auch mit Geschwistern zusammenzuarbeiten, mit denen ich vielleicht persönlich Mühe habe, mit denen ich mich reibe von meiner Persönlichkeit her. Ja? Wir passen ja nicht alle ideal zusammen, das ist klar. Geistliche Gesinnung ist von Gottesfurcht geprägt. Ja, sie ist davon geprägt, dass ich verstehe, dass wenn ich böse Gedanken im Herzen habe über meinen Nächsten, dass Gott das alles sieht und dass es dem heiligen Gott missfällt und dass ich alles tun will, um mein Leben so zu führen, dass es Gott wohlgefällig ist und dass ich vom Bösen weiche. Ja? Prediger 12, Vers 13, das ist so eine alttestamentliche Stelle, die dazu das vielleicht ganz kurz zusammenfasst. Da lesen wir am Ende von diesem Buch Prediger: Lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ja, das gilt auch für den Mensch Gottes. Ja? Und auf der anderen Seite ist eine geistliche Gesinnung demütig, das haben wir schon in Philipper gesehen. Sie ist nicht stolz und hochmütig, sie hält nicht viel von sich selber. Das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, weil sich das auch manchmal natürlich religiös ein Stück tarnt. Aber Jakobus 3 ist da ganz wichtig. Das ist nämlich die Frucht des Geistes in Bezug auf unsere Weisheit. Vers 17 lesen wir da: Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir haben vorher gesehen, die Korinther fleischlich Streit. Streit und Uneinigkeit und Parteiwesen. Die geistliche Gesinnung lässt sich etwas sagen, ist friedfertig, gütig. Und dann kommt was in der Gemeinde? Friede. Oder in der Familie? Friede. Ja, Harmonie, Übereinstimmung. Man kann wieder miteinander reden. Man kann miteinander weitermachen. Ja, geistliche Gesinnung ist Selbstverleugnung, dass ich alle meine eigensüchtigen Impulse in den Tod des Christus gebe, dass ich als jemand lebe, der mit Christus gekreuzigt und gestorben ist. Wir können es nur ganz kurz anreißen. Matthäus 16 kennen wir, glaube ich, alle sehr gut. Ich lese mal schon ab Vers 21. Das ist ja genau die fleischliche Gesinnung, die sich auch bei Petrus gezeigt hat. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Habt ihr das auch schon mitgekriegt, dass unser Fleisch das uns manchmal sagt, wenn der Herr Jesus uns Kreuzeswege führt? Schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht, dass du da jetzt leiden musst und deinen Eigenwillen drangeben musst. Ja? Schone dich selbst. Nein, der Apostel Paulus hat sich nicht geschont. Der Herr Jesus hat sich nicht geschont, sondern er hat sich Gott hingegeben. Und das lehrt der Herr jetzt auch
ab Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, sein seelisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist geistliche Gesinnung. Ja? Ich will nichts für mich, sondern ich will, dass der Herr zum Ziel kommt und dafür bin ich bereit, eigenes zurückzustellen. Eigene Ehre, eigene Beachtung, Selbstverwirklichung, eigene Interessen zurückzustellen, in den Tod zu geben, damit das Auferstehungsleben des Herrn Jesus in mir zum Ziel kommt. Galater 2,20 will ich da auch noch ganz kurz erwähnen. Da sehen wir, was der Apostel Paulus, das Geheimnis seines hingegebenen geistlichen Lebens. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, das heißt, mein Ego ist gestorben. Mein altes Leben ist gestorben mit Christus am Kreuz. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus auferweckt, Römer 6. Ich lebe in diesem neuen Leben, das Christus mir schenkt. Dann habe ich die Kraft, Gutes zu tun. Und wenn ich so gesinnt bin, dann suche ich das, was dem Herrn Jesus Ehre und Sieg bringt und gebe alles dran, was mir selber Ehre und Eigeninteresse, Streicheleinheiten, Vorteile bringen würde. Das ist die Gesinnung Jesu Christi, die Gesinnung des Geistes. Und sie ist auch liebevoll und sanftmütig und gütig zum Nächsten und sucht das Beste des Anderen statt das eigene Beste. Ja, da können wir uns prüfen, denn da gibt es viele Situationen, wo wir das lernen können. Ja, wir haben das ja gelesen, Philipper 2, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ja, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einen anderen höher als sich selbst. Das ist ein Wunder der Gnade, wenn das so richtig sich verwirklicht, auch in einer Gemeinde, beim Einzelnen. Aber danach wollen wir doch streben. Das ist geistliche Gesinnung zunächst einmal, dass ich anerkenne, ich bin in vielem noch fleischlich. Ja? Wenn man das leugnet, dann gibt es ja gar keine Veränderung. Und dass man auch merkt, aha, wo sind denn meine bunten Punkte? Die sind bei jedem woanders. Ja? Und der Herr sorgt dafür, weil wir kriegen immer wieder Situationen, wo genau unser Wunderpunkt angekratzt wird. Ja? Und dann merken wir, oh ja, da ist meine Hausaufgabe, da ist meine Baustelle. Da muss ich den Herrn um Veränderung bitten. Und dann dürfen wir ihn auch um Veränderung bitten, dass wirklich diese Liebe des Christus in uns immer mehr zum Ziel kommt. Dass wir lernen, eben auch Situationen anzunehmen aus Gottes Hand, wo er uns lehren will, schau weg von dir, beginne dich selbst zu verleugnen. Das ist jetzt deine Gelegenheit, dein Eigenleben in den Tod zu geben. Ja? Vorher war so eine Gelegenheit für mich. Da bin ich mit meinem Auto angefahren, war schon 5 Minuten vor Beginn und ich habe keinen Parkplatz gefunden, wurde auch keiner irgendwie freigehalten und dann hat mein Fleisch sich geregt, gebe ich mal ganz ehrlich zu. Dann habe ich gemerkt, oh, Rudolf, jetzt gilt's, jetzt musst du dran sein, sonst ist der Vortrag und die Predigt gelaufen. Ja, das war eine Schule, ja, und dann war alles gut, ja, aber es war eine Prüfung für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Und das sind so kleine Dinge, es gibt viel größere. Ja. Manchmal sind es unsere eigenen Kinder, die uns einen schmerzhaften Spiegel vorhalten. Manchmal ist auch die Gemeinschaft in einer Ehe etwas, wo man sich aneinander schleift und merkt, oh, jetzt bin ich gefragt, geistlich zu handeln. Ärger, Ungeduld, andere Dinge in den Tod zu geben, Geduld zu üben, Buße zu tun und zu sehen, was hat der Herr mir hier zu sagen. Ja? Und mit der Hilfe des Herrn kann man siegen. Ja? Man darf das überwinden, aber du musst gegen dich selber für Christus immer wieder Partei ergreifen und sagen, in den Tod mit dem Fleisch. Ja? Du darfst es nicht leben lassen, nicht schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht, sondern jawohl, Herr, das war genau richtig. Das war genau die Sterbenslektion für mein Fleisch, die ich heute gebraucht habe. Danke dafür. Ja? Wenn wir so denken, dann kommen wir mehr und mehr in einen Sieg
über das Fleisch und über die fleischliche Gesinnung. Ja? Dann kann der Herr uns seine Gedanken mehr eröffnen. Wir müssen lernen, wirklich gegen unser Eigenleben, gegen unser Ego Partei zu ergreifen für den Herrn. Sehr primitiv gesagt, aber das ist es immer wieder auch. Ja? Und dann kommt der Herr zum Zug und lehrt uns einfache Lektionen und fortgeschrittene Lektionen. Und fortgeschrittene Lektionen. Ja, das hört nie auf. Aber wir dürfen lernen, dass Christus immer mehr uns regiert und uns erfüllt und dass dann auch Frucht geschieht in der Gemeinde, in der Predigt des Evangeliums, im Zeugnis des Evangeliums. Wisst ihr auch, die Ungläubigen, die haben eine ziemlich gute Vorstellung, wie ein Kind Gottes leben sollte. Ja? Und wenn dann im Geschäft da der Anpfiff vom Chef kommt, dann guckt mancher Ungläubige und sagt, ja, wie reagiert denn der Fromme jetzt da? Ja, jetzt wollen wir doch mal wissen. Ja, und da ist die Gelegenheit, dem Ego abzusterben und Christus den Raum zu geben und richtig zu reagieren, dem Chef zu vergeben, gut über ihn zu reden, statt zu explodieren und zu schimpfen. Ja, und dann ist aber auch ein Zeugnis da. Dann sagen die Leute, wow, ja, das war jetzt aus dem Leben gegriffen, da muss ja was dran sein. Ja? Wenn wir nur reden, das ist schon wichtig manchmal, aber das ist es nicht, was oftmals das Zeugnis wirklich beglaubigt. Ja? Und in dem Sinn, wir wollen da auch zum Schluss kommen, wollen wir einfach beten, dass der Herr uns immer mehr umgestaltet. Unser Denken, unser Gefühlsleben, das ist eine Welt für sich, da müssen wir vielleicht nochmal getrennt auch drüber reden. Ja? Die Gefühle sind natürlich auch etwas, wo unser Fleisch ganz viel Raum einnehmen kann und wo der Geist Gottes eine Zucht ausüben will, eine Regentschaft über unsere Gefühle, dass wir so reagieren, wie es Christus gefällt. Aber ich möchte zum Schluss einfach nochmal dieses schöne, ermutigende Wort aus dem 1. Thessalonicher lesen. Denn wir alle sind hier auf einem Weg. Ja? Da gibt es niemand, der sagen könnte, ich bin schon 100% geistlich, guck mich mal an. Ja? Wir haben ein wirklich geistliches Vorbild und das ist der Apostel Paulus, ja. Aber wir alle sind Lernende und wir alle versagen auch immer wieder mal. Ja? Und dann dürfen wir einfach dem Herrn es bringen und weitergehen und sagen, Herr, nimm mich in deine Schule, damit ich lerne, geistlich zu gesinnt zu sein, so wie der Herr Jesus auch war. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Das heißt auch, gestalte euch immer mehr um in das heilige Wesen Christi. Ja? Immer Christus ähnlicher. Das ist Gottes Wirken an uns und wir sollen ihm Raum geben, anstatt ihm zu widerstehen, aber es ist Gottes Wirken. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ja, wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Er wird das gute Werk, das er begonnen hat, in uns weiterführen. Aber wir sollen ihm folgen und ihm gehorchen und mit ihm gehen. Dann wird unsere Gesinnung immer mehr verändert werden und wir werden mehr Christus widerspiegeln. Möge der Herr das jedem Einzelnen von uns schenken und uns in der Schule Gottes ermutigen. Amen.